Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir gehen hier auf einen weiteren Quest zu. Und zwar geht es hier um das Elixier. Als ich das erste Mal hier vorbeikam, gab es hier noch ein paar Wölfe, die sich an dieser Dame vergnügen wollten. Die habe ich zwar erledigt, aber ich sehe keine mehr. Die Bestien! Die Zähne! So viele Zähne! Du hast mich gerettet und mein Werk. Ein Heilmittel für die Statuen im steinernen Tal. Du kannst den Effekt umkehren? Mein Elixier kann es. Ich meine, noch nicht. Ich versuche, den Effekt der Versteinerung mit einem Elixier aus verschiedenen Zutaten rückgängig zu machen. Gib es mir. Eine Freundin von mir wurde in Stein verwandelt. Ich kann nicht. Ich habe nicht alle Zutaten. Aber wenn du sie mir bringen könntest, gebe ich dir eine Dosis davon als Belohnung. Ich hol dir, was du brauchst. Ausgezeichnet. Nun hör dir die Liste der Zutaten an. Ich brauche einige Bärenkotpilze, Galle von Kegelschnecken und ein Bund Nieswurz. Die Medusa war der Grund für die Versteinerung. Ich habe es geschafft, in ihr Nest vorzudringen und sie zu töten. Also verwandelt sich jetzt niemand mehr in Stein. Die Medusa? Es gab sie wirklich? Es ist egal. Was zählt ist, dass wir die armen gefangenen Seelen retten. Mein Elixier kann sie retten. Ich bin ganz sicher. Was genau ist Nieswurz? Nieswurz ist eine krautige Pflanze, die du auf dem höchsten Berg der Weinschlucht finden kannst. Wo finde ich diese Art Pilze? Sie wachsen auf frischem Bärenkot. Es gibt eine Höhle in den Bergen, südlich der Straße nach Mytilene. Dort findest du welche. Wo finde ich diese Schnecken? Kegelschnecken leben in den warmen Strömungen vor der Ostküste. Mein Lieblingsort ist die Haifischbucht. Achte darauf, dass die Galle frisch ist. Ich werde dir deine Zutaten holen. Komm in meine Werkstatt, auf dem Hügel östlich von Mytilene, wenn du alles hast. Okay, so. In einer Höhle, auf einem Berg und vor der Küste. Konnten es nicht drei noch unterschiedlichere Orte sein? Genau, so was ich machen werde. Ich hole mal diese Zutaten und dann machen wir dann weiter. Okay, so, ich war nun an diesen drei Orten und habe das Zeug gesammelt. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob sie wirklich das Elixier machen kann. Ich würde sehr gerne sehen, ob es möglich ist, Preis wieder dort von der Medusa-Höhle wieder zu so ein Stein dann. Ich denke, vielleicht müssen wir einfach den Eingang nehmen, hm? Das ist alles rot. Du bist zurück. Hast du alle Zutaten? Na klar. Sehr gut. Jetzt kann ich einen neuen Schwung von dem Elixier herstellen. Doch zuerst muss ich sicher gehen, dass es für Menschen ungefährlich ist. In dem Gefäß auf dem Tisch ist meine letzte Dosis. Ich habe sie extra für dich aufgehoben. Ich trinke ganz sicher nichts, was Bärenkotpilze enthält. Sei nicht dumm. Trink es und du wirst immun gegen Versteinerung. Ich bin mir nicht sicher. Was? Aber du glaubst doch, dass mein Elixier wirkt, oder? Ehrlich gesagt, wir haben mit Medusa bereits schon gekämpft und sie ausgeschaltet, daher brauchen wir dieses Elixier nicht. Ich glaube, du bist verrückt. Nein, nein, nein! Du musst es trinken! Es muss sein! Für meine Statuen! Das sind keine Statuen, das sind meine Kinder! Ah!
So, für eine Zivilistin, ehrlich gesagt, bist du ziemlich stark. Ich muss gestehen, das war eine ziemlich schräge Folge. Warum habe ich nicht verstanden, warum sie es nicht selber ausprobiert hat?